Wir drei vertreten die osteopathischen Prinzipien hier in der Praxis Balance. Deshalb möchten wir euch in diesem Video die Osteopathie etwas näher erklären, wie man damit behandelt und was die Unterschiede zur Physiotherapie sind. Also Osteopathie ist ein manualmedizinisches Konzept, das von einer Arzt in den 1850er Jahren in Amerika begründet wurde. Stills Vorstellung war, dass der Knochen oder Osteo für Krankheiten oder Pathie verantwortlich ist. Und so entstand der Begriff Osteopathie. Die Osteopathie entwickelt sich stetig weiter und versucht, ähnlich wie die Schulmedizin, ihr Konzept mit wissenschaftlichen Studien zu bestärken. In Österreich können sowohl Ärzte als auch Physiotherapeuten die Ausbildung zur Osteopathie machen. Es ist eine 5- bis 6-jährige Ausbildung und kann gegebenenfalls mit einem akademischen Titel abgeschlossen werden. Relativ unverändert seit dem 19. Jahrhundert sind die Grundprinzipien der Osteopathie geblieben. Das sind 4 Stück und zwar? Eine davon ist, dass der Körper ist eine Einheit. Das heißt, Sie werden in der Osteopathie selten erleben, dass nur ein Gelenk bei Ihnen behandelt wird, sondern meistens der ganze Körper. Der Körper besitzt Selbstheilungs- und Regulationsmechanismen. Und für diese Mechanismen versucht der Osteopath, die bestmöglichen Rahmenbedingungen wiederherzustellen. Der Struktur bestimmt die Funktion. Oder umgekehrt ausgedrückt, wenn die Funktion gestört ist, ein Gelenk zum Beispiel blockiert ist, dann wird es auch zu einer Veränderung in der Funktion kommen. Als Beispiel nennen wir hier zum Beispiel die Hüfte. Ein verkürzter Hüftmuskel kann über einen längeren Zeitraum die Beweglichkeit der Hüfte einschränken und zu einer vermehrten Abnutzung führen. Wir nehmen uns das Prinzip her und versuchen hierbei schon frühzeitig in diesen Prozess einzugreifen und einen möglichen Prozess auch entgegenzuwirken. Die Rolle der Arterien ist essentiell. Dieses 4. Prinzip versteht man heute so, dass es ganz wichtig ist, dass alle Organe, alle Strukturen, alle Muskeln bestmöglich von den Blutgefäßen, aber auch von den Lymphen und von den Nerven versorgt werden, um optimal funktionieren zu können. Die Befunderhebung sowie die Behandlung in der Osteopathie erfolgt vorwiegend über Manualtechniken der Hände. Diese sind großteils angenehm. Die Osteopathie versucht zudem, die Befundung in den Vordergrund zu legen. Wir nehmen uns sehr viel Zeit für die Befundung und können dadurch bereits einen möglichen Grundstein für einen Therapieerfolg setzen. Vorauszusetzen sind hierbei ein hohes Maß an anatomischen Kenntnissen sowie palpatorischen Fähigkeiten. Die manuellen Behandlungstechniken in der Osteopathie sind sehr vielfältig. Man versucht, Gelenke mit feinen Mobilisationen wieder frei beweglich zu machen, die Muskeln zu entspannen oder Verkürzungen wieder zu lösen, das Bindegewebe und die Faszien wieder geschmeidig zu machen. Auch um die inneren Organe herum gibt es Faszien und Bindegewebe und so eine Verbindung zu den Knochen. Und auch dieses Gewebe soll wieder beweglich sein, damit sich die Organe frei bewegen können. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass sich die Nieren jeden Tag mehrere hundert Meter auf und ab bewegen, indem sie mit der Atmung über das Zwerchfell mitbewegt werden? Man kann sich jetzt gut vorstellen, wenn es hier Verklebungen gibt, dass das auch die Funktion beeinträchtigen wird. Eine medizinische oder ärztliche Diagnose, auch zum Anschluss eventueller Kontraindikationen, ist in Österreich immer erforderlich. Vergleicht man die Physiotherapie mit der Osteopathie, so gibt es zahlreiche Überschneidungen oder auch Unterschiede. Überschneidungen finden wir vor allem in der Behandlung von Gelenken, Muskeln, Bänder oder ähnliche Strukturen. Der Unterschied liegt aber vor allem in der Grundphilosophie. Und dadurch, dass der ganze Körper mit einbezogen wird, wird es dem Patienten oft passieren, dass er ganz woanders behandelt wird, als er eigentlich seine Schmerzen hat. Und auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass zum Beispiel die Brustwirbelsäule mobilisiert wird, genau gleich wie es der Physiotherapeut auch machen wird, nur ist der Gedanke ein anderer. Vielleicht möchte der Osteopath, dass die Rippen wieder beweglicher sind, die Atmung besser funktioniert und damit der Sauerstoff in alle Zellen kommt.
oder dass die wichtigen Nervenstrukturen, die direkt neben den Rippen liegen, wieder eine bessere Versorgung für den Magen oder für die Leber herstellen können. Als weiteres Beispiel haben wir auch das Knie. Kommt jetzt ein Patient beispielsweise mit einer akuten Knieverletzung, so kann es durchaus sinnvoll sein, dass er zuerst zu einem Physiotherapeuten geht, dass man die Beweglichkeit verbessert, dass man die Muskulatur entspannt und auch Stabilisationsübungen anleitet. Wenn sich der Patient jetzt aber an keinerlei Unfälle oder Verletzungen für sein Kniegelenk erinnern kann, wird sich der Osteopath andere Bereiche im Körper anschauen. So findet er vielleicht eine alte, verklebte Blinddarmnarbe, die über die Zeit dazu geführt hat, dass sich das Becken verdreht und damit sich auch die Beinachse verändert hat und für das Knie eine ungünstige Situation geschaffen hat. Jetzt wird es mehr Sinn machen, diese verklebte Narbe zu lösen und das Becken wieder gerade zu stellen, dann kann sich das Knie ganz von selbst wieder erholen. Manchmal ist es, macht es Sinn, wenn man Physiotherapie und Osteopathie-Behandlung in Kombination bekommt. Am wichtigsten ist aber, dass der Patientin oder Patient wohlfühlt mit der Therapeutin.